Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe wieder Post bekommen. Das habe ich ja im Odin was shoppen schon gezeigt. Hier ist auch so eine coole Tüte mit bei. Dito steht da drauf. Oh, wartet mal. Ich versuche mal, das so ein bisschen auseinander zu machen. So. Dito. Ja, da kann man dann hier... Wartet. Oh Gott. So, kann man die auseinanderklappen. Und da kann man seinen kleinen Mini-Computer reinmachen. Seinen kleinen Spielcomputer, den ich euch gleich zeigen werde. Und kann den mitnehmen. Oder verschenken oder so. So, jetzt müssen wir das hier nur noch irgendwie wieder zusammenkriegen. Ja, so. Das ist mit bei. Und hier haben wir ihn. Da wurde ich nämlich von Divon gefragt, ob ich, weil ich ja schon mal was vorgestellt habe, ob ich den neuen, das ist was zum Spielen, ob ich den vielleicht auch vorstellen wollen würde. Und da habe ich gesagt, na klar, also nachdem ich mir die Bilder angeguckt habe, na klar, weil das sieht echt cool aus. Ja, das sieht aus wie so ein, hier habt ihr auch so einen Tragegriff, der ist aus Gummi. Hier, so. Könnt ihr gucken, der ist komplett Gummi. Und da kann man den dann mit rumschleppen. Und hier können wir den aufmachen. Und was haben wir hier hinten drauf? LED, 10 Watt, Dito. Also das Gerät heißt Dito und ist von Divom. Da könnt ihr das nochmal sehen. Divom. So, und den packen wir jetzt einfach mal aus. Da drücken wir den hier an der Seite rauf. Ja, also das ist einfach, zack, seht ihr das? Und das ist einfach nur, dass die Plaste sich so ein bisschen biegt. Und dadurch geht es dann halt auf. So, wir haben eine dicke Scheibe, also ein dickes Glas. Ist hier auch was draufgeklebt oder so? Nee, das ist alles eingraviert. Das ist alles eingraviert. Das gucken wir uns gleich an. So, jetzt können wir das Gerät hier rausholen. Ach, Aufkleber sind auch wieder mit bei. USB-Kabel und das. Und wenn wir das dann jetzt zumachen, so, ist es wieder zu. Hier ist dann halt, das ist halt auf der Scheibe drauf. Ja. Ist cool. Also zum Verschenken, geil. So, dann haben wir hier eine Anleitung. Die ist natürlich wieder in Englisch, denke ich mal, oder? Boah, die ist so klein. Ja, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich kann das nicht lesen. Das ist einfach zu klein für mich. Nee, also Deutsch ist nicht mit bei. Soweit ich gesehen habe und lesen konnte, ist kein Deutsch mit bei. So, dann haben wir hier einen USB-Kabel. Der ist zum Laden. Und das ist so ja ein... Warte mal, da. Ein USB-C-Kabel. Aber ich habe hier noch USB-C-Kabel dran, also kann der wieder hier weggepackt werden. Das ist cool, das zu wissen, dass einer mit bei ist, weil viele Hersteller sagen auch, naja, USB-Kabel hat ja jeder zu Hause. Schicken wir nicht mit, sparen wir uns das Geld. Ist hier nicht der Fall, hier ist es mit bei. Das ist sehr positiv. Dann hier so ein Dreieck, dass es geprüft wurde. Und dann haben wir noch Aufkleber mit bei. I Love Divom ist hier zum Beispiel. Und hier haben wir auch nochmal Aufkleber. Ja, meine Tochter. Die ist hier gerade. So Retro Pixel Art. Oh, sehr fest drin. Und da haben wir es schon. Retro Pixel Art. Ja, das ist wie so ein kleiner Mini-PC gemacht. Wir haben hier an der Seite ein Mini-SD, Micro-SD-Slot, einen An- und Ausknopf und den USB-Knopf. Den USB-Anschluss. Unten ist nichts, nur halt ein QR-Code. Wartet, könnt ihr dann vielleicht einscannen? Vielleicht klappt das. So. Jetzt müssen wir hier vorne erstmal die Folie abmachen.
Zack. Auch schön. Kann man irgendwo rankleben. So. Ja, und dann haben wir jetzt hier Tasten. Okay, der Joystick, der geht nur zum Drücken. Nach unten, nach oben geht er nicht. Oh, die hören sich toll an. Ich weiß nicht, hört ihr das? Hört ihr das? Das hört sich an wie bei einer alten Schreibmaschine. Voll geil. Ja, und das ist er. Wir haben halt praktisch die Schachtel mit bei. Wir haben den Retro-Art, wie heißt das Retro-Art? Ja, Retro-Art mit bei. Wir haben einen USB-Kabel mit bei. Das Heft ist hier, Divom. Ein Heft haben wir mit bei. Und eins, zwei Aufkleberpackungen sind mit bei. Wir werden uns das jetzt gleich auch noch genauer angucken und das erste Mal benutzen. Und gucken wir mal, was wir da alles machen können. Ich würde sagen, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.